eingeht, der wird mich schon erkennen. So. Ja. Und ja, ich habe das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt immer durchziehen kann, weil es auch schon sehr, naja, oder sehr, ja, sehr zeitaufwendig ist, aber ich habe das jetzt immer so gemacht, wenn ich zum Beispiel eine Signierstunde gebe, erstmal schreibe ich immer noch was dazu, als immer nur meinen Namen, es kommt mir irgendwie blöd vor, wenn ich da einfach nur meine Unterschrift reinsetze und dann unterhalte ich mich in der Regel 5 Minuten mit dem, der vor mir steht. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil ich dann eher nach Hause gehe und das Gefühl habe, ich habe Leute kennengelernt und die ganz hinten stehen, akzeptieren es auch, weil sie das Gefühl haben, ah, wenn ich dann dran bin, dann nimmt er sich auch 5 Minuten und dann ist es eine ganz andere Veranstaltung, als einfach nur seinen Namen draufzuschreiben. Es ist bestimmt auch für viele total spannend, die dich eben vor allem in diesen extremen Rollen sehen und kennen aus dem Fernsehen, dich dann so zu erleben, es geht mir auch so, weil du hast in den Rollen ja immer so eine wahnsinnige Präsenz und hier sitzt du eigentlich so ein bisschen schlaksig. Ne? Nee, du sitzt so schlaksig, so ein bisschen in deiner Strickjacke. Ist die vom Herrenausstatter oder von der Oma eigentlich? Die war von der Oma? Nee, aber die ist tatsächlich aus ja, der Damenabteilung. Ja, also gemütlich halt, ne? Nee, also ich, manchmal macht es mir Spaß, dann einfach nochmal bei den Damen zu gucken und in dem Fall habe ich die Jacke gefunden und ich meine, selbst die Verkäuferin war überrascht, wie gut die passt. Ja, und wir haben ja schon festgestellt, die gleiche Frisur haben wir auch, also wir nähern uns schon an hier in der Sendung. Lars, prima, wir haben